Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play Terraria. So, wir wollten hier mal wieder runterjumpern. Zack, hier war sogar Wasser. Also kein Grund zur Sorge. Und ja, jetzt geht's hier hinab in diesen goldenen Tempel. Und wow, was war das denn? Barrow, what? Okay, um Gottes Willen. Was ist das für ein Scheißvieh? Oh Mann, der kriegt auf jeden Fall ziemlich wenig Schaden von mir. So viel steht schon mal fest. Und ja, wir haben übrigens jetzt volle Lebensenergie. 400. Also volle maximale Lebensenergie. Okay, der... Oh, so bekommt er ein bisschen mehr Schaden, wollte ich gerade sagen. Aber da war doch nochmal für einen Angriff gut. Damit habe ich ja noch nicht gerechnet. Der alte Schlingel, wenn er nah genug dran ist scheinbar, denkt er sich, ja komm, machen wir doch nochmal ein bisschen Schaden. Wie viel hat er noch? 200 noch. Oh Mann, der kriegt aber echt... Der kriegt wenig Schaden von mir. Das muss man ihm ja mal lassen. Na, nee, das ist auch nicht so das Wahre. Scheiß Dinger jetzt hier noch mit am Start, am Rumnerven. Ach, schau mal, unsere Tränke wirken sogar noch einigermaßen. Sehe ich gerade. Oh, komm, stirb doch einfach, du blöder Sack. Ja, ich war heute beim Chinamann, Leute. Hab mich wieder als Buffet-Fräse da beworben. Hab richtig schön... Egal, guck mal, ich bin gerade auch unsichtbar. Curse build up. When the counter reaches 50, something bad happens. Curse build up is at 1. Oh, da muss ich aufpassen. Das hält nämlich 10 Minuten. Also ich sollte mich wahrscheinlich nicht allzu oft von diesem Gesellen treffen lassen, falls wir denn nochmal auf den treffen sollten. Vorausgesetzt natürlich. So, mal eben schnell hier runter. Oh oh. So ein Maneater macht böse Aua. Na komm, trau dich hierher, Maneater. Dann wird dein letztes Stündlein schlagen und ich kann deine scheiße Dark Souls einsammeln. Moa. Ja, Dark Souls sind wichtig. Boah, ich weiß nicht, wer von euch geht noch gerne zum Chinesen? Ich liebe dieses Buffet, ne? Vor allem so viel fressen, wie man will. Und glaub mal, ich kann viel futtern, wenn ich lustig bin. War ich da drüben schon? Wo der... Da drüben? Bei der... Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Aber ich sollte mal eben meine Fee gleich widerrufen. So, beziehungsweise nehmen wir einfach auch nochmal einen Shine Potion. Da unten liegen ja eh noch welche. Oh, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann schauen wir mal... Ah, hier sind schon wieder die ersten Fallen. Schauen wir mal, was es da mit dieser Höhle auf sich hat. Stimmt, ich war nur hier oben lang gegangen. Bei der Lava, daran erinnere ich mich noch. So, was steht denn hier Schönes auf dem Schild? The gate sealed shut, but an inscription reads. Near the golden key you will find me. Submerged in murky light. It's some kind of riddle, you think to yourself. There must be a switch hidden around here somewhere. Okay, beim goldenen Schlüssel. Ja, wer weiß, wo der ist. Au. Da haben sie mich doch nochmal erwischt. Das sieht mir hier auch ein bisschen komisch aus mit diesem Modder da mittendrin. Wer sich das hat einfallen lassen, der ist aber ein komischer Architekt gewesen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir machen einfach mal Loot All. Und hier haben wir noch ein paar Thorns Potion. Die ich jetzt aber nicht so wirklich brauche. Obwohl gegen Endbosse können die eigentlich auch mal ganz nett sein. Ich weiß aber nicht, was ich wegwerfen soll. Regeneration Potions auf keinen Fall. Increased Night Vision, die brauche ich eigentlich eh nicht. Ich kann ja selber bestimmen, ob es Tag oder Nacht ist. Obwohl, Moment, ich würde mal gerne schauen, wirken die jetzt auch hier unten? Oh ja, doch. Hier wirken die auch. Ja, aber so pornös finde ich die nicht. Die haue ich weg. Dann nehmen wir doch lieber die Dornen mit. Zack, Loot All. Die kann ich doch nochmal vielleicht bei dem einen oder anderen Endboss benutzen, denke ich mir. So, was will die Alte jetzt hier schon wieder? Ordentlich Stress machen oder was? Die blöde Biene. Abwertend einfach mal die Viecher Biene nennen. So, das ist nur eine Walküre. Ich sage nur, weil ich hätte jetzt ja auch natürlich wieder sein können, dass das eins von diesen pornösen Viechern ist, die wir, ich glaube, gestern oder vorgestern mal ganz kurz begegnet sind. Komm schon, stirb, du blödes Mistvieh. Boah, ey, die Waffe schießt so mega langsam. Aber gegen so normale Gegner ist es doch noch okay, das reicht. Na komm, schlag weg die Scheiße hier. Ach so, Moment, so. Ups, das wollte ich gar nicht. Das Licht dahin werfen, das war nicht meine Absicht. So, was ist hier oben los? Hier ist aber nichts Interessantes. Okay, hätte ich abbauen können nämlich. So, was haben wir hier? Hier geht's auch wieder nur runter. Ah, guck mal hier, den Maneater gleich einen reingedrückt.
Da weiß er immerhin, was ihm jetzt blüht, wenn der Grants am Start ist. Gibt es Krieg, mein lieber Freund. Dort hier ist Krieg. Ah, sehr schön. Jetzt kommen ja die kleinen Fledermäuse an. So. Da oben scheint irgendwo so ein Spawner zu sein. Ist jetzt zum Glück nicht so wild. Denn eigentlich sind die nur wegen ihrem Knockback sonst nervig. Ah, ich könnte mal schauen. Moment, nehmen wir mal wieder die Schusswaffe hier. Ich könnte natürlich auch noch mal ganz kurz schauen, ob da oben sich irgendwo noch eine Truhe befunden hat. Weil wir kennen das, ja? Manchmal verstecken die ja hier oben dann auch ganz dreist einfach so ein paar Truhen. Ne, hier sind auch nur Spawner. Und hier oben... Oh, Moment. Ach, guck mal, der Enterhaken macht ja sogar Schaden. Das war mir jetzt aber auch neu. Ist das schon immer so gewesen? Hä, ist ja lustig. So, hoch mit uns. Und wenn wir hier oben sind, können wir ja einmal so hinter uns so ein Dingens setzen, dann sterben die ganzen Mistviecher. Oh Mann, guck mal da unten. Ordentlich Hornissen wieder am Start, aber mit dem Teil hier sind die nicht ganz so problematisch. Der hat auch nicht mehr so viel. Und zack, da ist er auch tot. Lässt noch so ein paar Dark Souls hier rumliegen. Und hier komme ich scheinbar schon wieder nicht durch. Gib es doch nicht. Hier sind die schönsten Wege denn immer verschlossen für mich. So, hier könnten wir aber weiter. Oh Mann, wo endet der Weg denn hier bitte? Das sieht schon wieder hier alles ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt geht's hier oben und unten lang. Den Herzkristall lasse ich jetzt einfach mal unbeachtet dort liegen. Aber hier ist ein Dämonenaltar. Ja, das kommt auf jeden Fall mir schon mal sehr gelegen. Vor allem, wenn sich da oben noch eine goldene Truhe befindet. Lasst uns mal eben schauen. Wir machen einfach mal eben Loot All. 150 Cursed Bullets. Die muss ich mitnehmen. Die sind geil. Die machen echt Damage. Sonst Spelunker Potion ist eigentlich nicht so wichtig. Oder, oh Mann, ey, ich bin mir unsicher. Die Spiky Balls. 15 Range Damage ist gar nicht mal so verkehrt. Aber was ist eigentlich hier mit 14? Die Hasty Handgun. Very Fast Speed. Die macht 11 und die macht 14. Very Fast und die ist auch Very Fast. Ja, ich glaube, ich nehme trotzdem die. Die macht mehr Aua. Ja, ich kann hier leider immer noch nicht gedrückt halten. Gedrückt halten ist immer ein Luxus, den man sich eigentlich ganz gerne mal gönnt. So 10.000 Dark Souls, das trifft sich echt schon mal hervorragend. Und wenn ich mal gerade überlege... Lass uns mal eben schnell den guten alten Safe hier hinpacken. Wieso geht das hier schon wieder nicht? Doch, ich wollte schon sagen, ey. Ja, jetzt kriege ich aber nur ein Problem. Scheiße, ich muss die Piggy Bank hier irgendwo hinsetzen. Okay, der Tresor muss erstmal wieder mit die Piggy Bank. Das ist das Problem. Ich glaube, die kann ich hier nicht ohne weiteres hinpacken, ne? Ne, die ging nicht auf den Boden. Oh, scheiß die Wand an. Das ist doch jetzt scheiße. Hier ist ein Dämonenaltar, den ich auch wirklich brauche. Ist da vorne gerade... Ach, da hat sich schon wieder so ein blöder Voodoo-Master hin teleportiert. Können wir mal unsere neue Waffe ausprobieren und ja, sie tötet. Das ist doch schon mal was. Oh, scheiße. Wie weit war denn jetzt dieses Ding ins Zweck? Die Piggy Bank. Wieso? Oh Mann, wieso kann man die hier nicht hinlegen? Da brauche ich einen Tisch oder sowas für, ne? Jetzt muss ich echt nach da ganz oben rennen. Wo, glaube ich, ja, da oben war doch, glaube ich, irgendwo ein Haus, wa? Sehe ich das richtig? Oh, jetzt kommen hier wieder die ganzen Fledermäuse. Scheiß drauf, einfach rüberlatschen. So, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich möchte mir nämlich dieses Mana-Teil da rausholen. Dann kann ich mir zumindest aus diesem Mana-Scheiß da etwas zusammencraften. So. Und das Haus war jetzt, glaube ich, hier unten rum, wa? So, ach, hier liegt sogar noch eine Piggy Bank. Könnt ihr mal sehen. Gut, jetzt würde ich gerne mal schauen. Oh, die Muskete. Kann man da irgendwas mit draus machen? Ob man die vielleicht auch upgraden kann? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall das Band of Star Power. Das muss ich jetzt mitnehmen. Und was tue ich so lange weg? Meinetwegen den Spelunker Potion. Die ganzen Goldmünzen hier. Oh, 100 sind das schon. Moment, machen wir mal eben anders. So, wenn ich die jetzt einsammle, dürften es zu einer Platinmünze werden. Genau. Dann haue ich die Platinmünze erstmal hier rein. Das Gold kann man ja leider eh nicht höher als 100 stacken. Das ist ein bisschen doof. So, noch irgendwas, was wir nochmal schauen wollen, ob man was craften kann. Der Dreizack wäre auch nicht schlecht eigentlich.
Ah, ich bin mit den Waffen gerade so zufrieden, wie wir sie haben. Den Staff of Regrow, nee. Ja, schauen wir einfach mal so, würde ich sagen. Den ganzen Krams können wir jetzt so lassen. Also ich habe das Band of Star Power auf jeden Fall mit. Genau, das brauche ich auf jeden Fall. Und dann schauen wir hier bei den Waffen hier oben einfach nochmal, ob wir hier die upgraden können. Wäre natürlich auch schön. Ich bin jetzt irgendwie auch so ein bisschen eher auf Fernkampfen. Fernkampf, ja. Auf Fernkampfwaffen aus. Ich weiß auch nicht. Die gefallen mir hier. Also ich mag ja das Violet, den Vilethorn mag ich ja eh liebend gern. Bin ich jetzt eigentlich gerade richtig gegangen? Ja, doch, oder? Boah, jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass ich ja doch gleich noch sterbe. Nicht übermütig werden hier gegen die ganzen Viecher. So, und jetzt können wir aber einfach meinetwegen mal durchrennen schnell. Zack, okay, Moment, ich muss aber mal eben, genau, für ein bisschen Licht sorgen. Weil das ist sonst irgendwie ein bisschen blöde hier alles. So, scheiß auf den Maneater. Oder, wie viel hat er noch? 99, na komm. Ich hau mal eben schnell ab. Ich bin jetzt gerade eher darauf aus, ob ich da was Vernünftiges, ups, so weit nach oben wollte ich gar nicht. Ach, du heilige Scheiße, jetzt ist es, Moment, den darf ich aber abbauen. Schwein gehabt, ey. Das wäre ja sonst was geworden jetzt. So. Ja, ihr seht schon, so durchrennen ist nicht ganz so gesund. Unser Gesundheitsbalken ist gerade irgendwie so ein bisschen niedrig. Ach shit, die Cursed Bullets. Aber die kann ich gleich mitnehmen. Genau, stimmt. Moment, lasst uns hier mal eben kurz runter. Wie sieht's jetzt aus? Was könnte ich hier jetzt machen? Ein Ancient Fire Sword könnte ich mir heraufbeschwören. 24. Hier, 25 Ranged Damage. Das ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Das könnte man machen. Kostet 4000 Souls allerdings. Und sonst habe ich hier noch das Iron Blade Fast Attack Speed 18. Random Chance to steal life from attacks. Das ist auch nicht schlecht. Und das hier macht natürlich einfach mega viel Schaden. Die Feueraxt könnte ich mir auch herstellen. 27 Schaden sogar. Knocks back foes with a force that auszusetzen, wenn a blaze doing damage over time. Ja, die Axt, die könnte man sich natürlich mal gönnen. mit der kann man ja auch Bäume fällen. Theoretisch brauchen wir die Axt eigentlich gar nicht so dringend, glaube ich. Okay, dann holen wir uns mal eben in das Teil hier rein. Dann darf ich mir nämlich dieses schöne Stück hier zusammen craften. Can be upgraded with 20.000 Dark Souls, okay. Und ja, wir bekommen halt ein bisschen Mana, das ist schon mal sehr schön. Ich kann mir leider jetzt nicht angucken, was das Teil könnte, wenn ich 20.000 Dark Souls habe. Und sollen wir den hier einfach mal zusammenzimmern? Den Great Bow, ich weiß es nicht. Kann ich die hier eigentlich nochmal upgraden? Haben wir uns auch noch gar nicht gefragt. Nee, zumindest momentan scheint das noch nicht zu gehen. Was könnte ich noch gucken? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache mir den Bogen einfach mal. So, dann haben wir hier wieder, oh, 12% mehr Speed nochmal. Der hat jetzt auch Fast Attack. Na, die anderen haben Very Fast, aber der macht deutlich mehr Schaden natürlich. So, dann kann ich jetzt auch nach oben gehen. So, Moment. Können wir jetzt nach hier oben gehen und zumindest die Cursed Bullets noch mitnehmen. Natürlich lassen wir erstmal die Musketenbälle hier oben drin, damit die aufgebraucht werden. Wo sind die Meteor Shots eigentlich? Ah, hier. Die Meteor Shots haue ich dann nochmal nach vorne. Weil die Cursed Bullets sind natürlich, die sind natürlich Pornopiet, ne? Die sollten wir nicht so ohne weiteres wegballern. Bin ich jetzt auf jeden Fall der Meinung. Ja, schade, dass man mit dem Vilethorn nicht mehr irgendwie weiter upgraden kann. Das wäre natürlich auch nochmal sehr cool. Aber lasst uns mal eben den neuen Bogen ausprobieren, würde ich sagen. 25 Schaden ist nicht schlecht. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Und das Geile ist natürlich am Bogen, man kriegt immer so ein bisschen Munition auch wieder zurück, wenn man mal nicht treffen sollte oder wenn, ja, das Spiel einfach meint, ey, geben wir Grants mal wieder ein bisschen Muni zurück, das hat er doch verdient oder etwa nicht. Na komm. So. Und die Dark Souls, ah, habe ich doch noch bekommen. Ich wollte schon anfangen zu weinen, meine Dark Souls, warum kriege ich meine Dark Souls nicht? Naja. Naja, du, dieser Talisman, ne, der ist natürlich auch geil, weil mit dem kann man dann über größere Entfernungen. Alter, ich habe das Gefühl, die Hornissen rasten richtig aus, wenn du die mit dem Dingens hier triffst, mit dem Bogen. Aber kann auch nur so ein Gefühl von mir sein, ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, erhöhtes Mana ist natürlich nice. Falls wir irgendwann mal die Harfe bekommen, ist das auf jeden Fall ziemlich nett, weil die Harfe, die rotzt schon einiges an Schaden raus. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. So, oh, guck mal, ey, die Hornissen, ja, das, die mögen das nicht, wenn die angeschossen werden. Oh, sieh mal einer an. Was haben wir denn da Schönes, ey? Sag mal, stirb. Ja, das sieht mir nach einer Truhe aus und da werfe ich noch einen Blick rein schnell. Das Aquazepter. Okay, das Aquazepter fand ich noch nie so geil. Obwohl das natürlich auch wieder mehr Schaden macht als unser Scheiß, den wir so haben. Ich mache nochmal Loot All. So, und dann falle ich hier runter. Ja, warum eigentlich nicht? Weil da unten Stacheln sind. Das könnte ziemlich ungesund werden. So, hier rüber gehangelt und man sieht, hier ist nichts. Aber hier ist eine Kammer. Das sehe ich. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal ein Cut für heute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wie immer dem Part hier eine Bewertung da lasst und wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Terraria, The Story of Red Cloud. Bis morgen. Ciao.